Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video über GTA Online, denn Rockstar Games hat das letzte Fahrzeug hinzugefügt von den neuesten DLC. Und zwar Dakarin Previon. Ob dieses Fahrzeug sich überhaupt lohnt zu kaufen, wie das Tuning ist und vieles mehr, seht ihr natürlich in diesem Video. Auch womit wir anfangen, Leute, würde ich euch schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazu lassen. Und für die, die sich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die krassesten Informationen rund um GTA Online. Aber ich würde sagen, wir fangen doch mal direkt an. Wo findet ihr das Fahrzeug denn? Das Fahrzeug findet ihr auf South San Andreas und regulär kostet das Fahrzeug 1.490.000 GTA-Dollars. Außer ihr seid ein Kamid-Level schon so weit, Leute, dann kostet das Fahrzeug euch nur noch 1.117.500 GTA-Dollars. Gut, ich habe es mir jetzt einfach mal gekauft und ich würde sagen, wir schauen einfach mal aufs Tuning. Was mir direkt beim Tuning aufgefallen ist, Leute, dass das Fahrzeug sehr, sehr wenig Stoßstangen hat, was ich persönlich ein bisschen enttäuschend finde. Aber Leute, das ist nur ein kleiner Makel, denn was ich hier wiederum gut finde an diesem Fahrzeug ist, dass man hier den Motorraum sehr gut oder sehr viel auftunen kann, sehr vielseitig auftunen kann. Außerdem, Leute, kann man hier, was ich persönlich immer noch sehr, sehr cool finde, wie beim BMW von letzter Woche, dass man hier den Innenraum zwar auftunen kann mit neuen Instrumenten etc., aber dass der originale Innenraum nicht weggeht, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, denn sonst geht immer dieses Flair von diesem Auto weg, finde ich persönlich, ne? Weil sonst würde das Radio weggehen etc., wie bei einem anderen Fahrzeug. Aber gut, Leute, was ist mir hier sonst noch aufgefallen beim Tuning? Natürlich könnt ihr hier wieder mit der Sekundärfarbe die Bremsklötze mitlackieren, was ja natürlich ein bisschen den Extra-Touch gibt, was ich persönlich auch sehr, sehr cool finde. Und das Fahrzeug hat natürlich auch viele Motorhauben und Spoiler. Also hier hat sich Rockstar Games auch ein bisschen Mühe gegeben beim Fahrzeug. Aber Leute, was ich hier leider auch sagen muss, ich finde persönlich, das Fahrzeug lohnt sich trotzdem nicht. Warum sage ich das? Naja, einmal, das Fahrzeug ist sehr langsam oder halt einer der langsameren in diesem DLC. Und ich finde, optisch macht er jetzt nicht so krass viel her. Also fand ich den BMW deutlich heftiger und deutlich geiler. Gut, der Einkaufspreis lässt sich jetzt drüber streiten. Ich meine, das ist ja bei allen Fahrzeugen in diesem DLC so. Aber ich würde hier sagen, es lohnt sich hier wirklich nicht. Da hat sich zum Beispiel der BMW letzte Woche mehr gelohnt. Aber Leute, die interessantere Frage ist jetzt natürlich, wie sieht das Fahrzeug denn gemoddet aus? Und natürlich hat das Fahrzeug schon gemoddet mit Formel 1 Felgen und Secret Design. Und Leute, ja, so sieht es halt aus. Und wenn ihr dieses Fahrzeug auch haben möchtet, Leute, dann kommt auf meinen Discord-Server, denn ich verteile öfters meine Fahrzeuge, zum Beispiel wie diesen Samstag. Denn diesen Samstag plane ich einen Giftcast zu Friendstream. Sprich, wenn ihr ein Fahrzeug, zum Beispiel dieses hier oder andere Fahrzeuge aus dem DLC haben wollt oder noch andere Fahrzeuge, dann joint auf meinen Discord-Server und seid live mit dabei. Aber gut, Leute, ich muss sagen, das waren schon alle Informationen rund um das neueste Fahrzeug in GTA Online. Wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, Leute, dann würde ich mir übelst von einem fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber ich mache mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.